Diese beiden Koryphäen lasse ich mal unkommentiert. Schaut sie euch an. In den Kommentaren könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr von denen haltet. Wollt ihr gemeinsam mit Neonazis trainieren? Diese Frage stellen sich in Pankow tagtäglich Menschen, denn in der Sportstätte Rennbahnstraße trainiert der Dritte Weg. Der Dritte Weg ist eine gesichert rechtsextreme Partei, die sich aus ehemaligen NPD-Lern gegründet hat. Sie sind extrem gewaltbereit und rekrutieren in Parks und Sportanlagen Jugendliche für ihre gefährliche Ideologie. Neonazis nutzen Kampfsport, um junge Menschen zu rekrutieren. Dafür gehen sie in heruntergekommene Sportstätten wie in Pankow, renovieren diese und verbreiten dann beim Training rechte Ideologie. Wir fordern deshalb, dass per Nutzungs- und Hausordnung Neonazis von Sportstätten und Anlagen verwiesen werden können und entsprechende Regelungen auch streng ausgelegt werden. Und natürlich braucht es mehr Aufklärung über Rechtsextremismus an Schulen und in Sportvereinen. Generell brauchen wir auch mehr gut sanierte Sportstätten und richtig viele coole Angebote, vor allem für Jugendliche. Damit sich in Zukunft niemand mehr fragen muss,